gibt von dieser Vorlage von Wilder 25 Stücke, und da hat er diese drei, die mit Wasser zu tun haben, herausgesucht. Und ich habe ihn im Verdacht, dass er aus seiner Wasserliebe heraus das auch gemacht hat, weil er ist in Hamburg groß geworden am Hafen und hat sich früh immer fasziniert für diese Meeressymbolik, auch in seiner Musik. Als großer Literaturkenner, der ist dort aus diesen 3-Minuten-Spielen, finde ich, 3 sehr schöne ausgesucht, die auch in sich selber ein Triptychon bilden, insofern als wir natürlich das Zentrale in der Mitte haben, wie bei jedem Flügelaltar auch. Und der Anfang, das erste Stück, Leviathan, und das letzte Stück, der Engel auf dem Schiff, die sind so ein bisschen wie Spiegel zu dem in der Mitte. Wollt ihr tatsächlich wissen, ob es Gott wirklich gibt? Maestro? Ist auch, das kann man ruhig so sagen, auch eine große körperliche Flexibilität und Kapazität auch da, die sich bei Bühnensängern, die dann auch von vornherein gewisse Sachen nicht machen können, weil sie wissen, dass sie über den Orchestergraben drüber kommen müssen. Das ist hier alles besser. Und es ist für mich eine sehr schöne Abwechslung, auch mit Studenten zu arbeiten. Es hat eine eigene Qualität, ja.